36.000. Na gut. Und alle wollen hier in die Stadt rein und raus. Das ist natürlich sehr schön. 950, 743, das ist okay. Und mal gucken, der Müll, was macht der Feind? Gut, damit kommen wir hin. Gucken, wie viel der leert. Der hat doch fast alle geleert, das... Damit kann ich leben. Omega wird produziert, die Häuser bauen sich aus. Gucken, Krankheit. Haben wir noch ein paar, das hält sich in Grenzen, das ist okay. Feuerwehr, perfekt. Gut, Polizei, könnte man noch eine bauen, vielleicht hier oben in die Ecke, aber später. Braucht das wohl gar nichts. Ich mache mal überall einen Weltmarkt aus. Machen wir nur lokal, damit die hier auch mal ihr Zeug loswerden. Ich habe jetzt gar nicht gewusst, dass man es auch so importieren kann. Hätte ich das andere ja gar nicht machen müssen. Na gut. Sei es nun drum. Zwar jetzt doch ein bisschen ärgerlich, aber das ist trotzdem alles okay. Und ich mache mal eins. Ich denke, ich werde mal mit der Straße kappen. Und ja, einfach mal ein bisschen zur Entspannung vom Verkehr. In der Hoffnung, es bringt was, wie ich mir das denke, weil das war jetzt so ein Punkt, der mich dort ein bisschen gestört hat. Und Omega Co, die produzieren wie die Verrückten. Und wir verdienen ganz gut an unserem Omega. Auch Ladenbesucher. Gehen wir noch mal ganz kurz nach Arabergen. Und dann würde ich sagen, ist die Aufnahme auch erstmal wieder beendet. Aber schauen wir noch mal ganz kurz. Ja, Ladenbesucher kommt, das ist natürlich sehr schön. Hier ist noch kein Forschungsprojekt vorhanden, aber auch noch kein Kontrollnet. Ich kontrolle net. So, machen wir mal einen schneller. Und langsam finden Leute zur Akademie, das ist sehr schön. Das freut mich. Und einziehen tun die Leute auch. So wie sich das gehört. Manchmal ganz kurz auf Stopp, dann bauen wir Wasserturm erstmal. Das machen wir mal anders. Bauen schon mal eine richtige Kläranlage. Bauen wir dann mal dorthin. Kann dann schon mal ein bisschen unser Wasser auffangen. Und bevor wir dann dort oben unsere Pumpstation mit hinballern, setzen wir erstmal einen Wasserturm dorthin.
So, dann können wir hier die Straße wegreißen und durch eine Brücke ersetzen. Zack. Haben wir dann schon mal den Verkehr ein bisschen auf der Mitte umgelenkt, von der Seite aus. Und die andere Seite, ja, die lassen wir mal noch. Dort ist ja eh nicht so viel los. Aber an sich haben wir da schon mal ein bisschen die mittlere Kreuzung fixieren dürfen. Okay. Es wollen zwar noch nicht irgendwie mehr Leute werden, aber ich denke trotzdem, dass es langsam werden wird. Setzen wir jetzt einfach hier nochmal. Weil dort haben wir ja Commercial. Zack, 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 zack. Zack. Zack, zack. Zack. Nobel Industrie. Hier die Ecke lassen wir mal noch frei. Einfach weil ich es kann. Und dort haben wir jetzt auch alles hingesetzt. Okay. So, hier sind jetzt relativ wenig Leute. Wir erforschen trotzdem mal die Schwebebahnstation als erstes. Dauert jetzt natürlich auch ziemlich lang, weil wir noch nicht so viele Leute haben. Die Luftverschmutzung in Stubbenborstel LP. Wieso denn Stubbenborstel LP? Hier regnet es jetzt, aber hinten habe ich doch eigentlich gar nicht so viel. Naja gut, wer weiß. Dafür kommt die Bahn direkt hier an. Ist ja auch nicht schlecht. Könnte ich eigentlich ummachen und Bahnhof bauen. Ich denke, Bahnhof ist geil. Bahnhof mache ich eigentlich immer gerne mit rein. Der meckert mich jetzt wieder wegen der Straße voll. Ja, ja. Das Auto einfach mal im Kreis gefahren. Und hier in der Mitte setzen wir dann mal eine Touristenattraktion. War die Basilikus-Kathedrale. Wollte ich auch schon längere Zeit mal bauen und ich finde das Ding einfach sieht geil aus. Ich meine, ist nicht Moskau, ist klar. Aber das Gebäude an sich fetzt. Und wenn dann noch Touristen kommen, dann bin ich sogar zufrieden. Momentan macht es auch noch ein bisschen Minus, aber das sollte sich eigentlich bald relativieren. Ich werde mal noch ein paar Straßen ausbauen. Erstmal ein bisschen die Hauptstraßen. Den Tunnel absichtlicherweise noch nie. Hohe Dichte, hohe Dichte, hohe Dichte, hohe Dichte, hohe Dichte, hohe Dichte. Und die kleineren Straßen haben auch schon mal ein bisschen. Raus, hoch. So. Sieht das Ganze doch schon ansprechender aus. Guck mal, wie sieht's hier aus? Ja, sind eben wenig Leute da, ne?
Und hier machen wir bestimmt noch ein bisschen Minus. Hm. Gut, ist klar, am Anfang macht sowas immer noch Minus. Gerade wenn man noch nicht so viele Leute hat, aber als Investition in die Zukunft finde ich das gut. Das Geschäft läuft ganz gut. Feuerwehrleute helfen mir freiwillig, das ist sehr schön. Ich habe noch gar keine. Oi. Aber eigentlich, seit ich noch gar keine Feuerwehr habe. Das geht so nicht. Machen wir einfach mal 2 Löschfahrzeuge. Und mehr muss erstmal nicht sein. Kranken, oh ja. Habe ich wohl noch gar nicht. Hm. Was sagen wir, ich setze mal hier hin. Und die bekommen von mir 2 Krankenwagen. Ganz wichtig. Und Patientenzimmer gleich nochmal dazu, bevor ich auf dumme Ideen komme und hier noch irgendwelchen anderen Mist baue. Ja, die machen halt schon Gewinn, das ist doch cool. Und hier, manche sind schon Omega-Unternehmen, manche noch nicht. Hauptsache, wir machen hier auch Gewinne. Empfangenes Omega bekommen, ja gut, Omega bekommen wir ja jede Menge. So wie sich das gehört. Guck jetzt nochmal ganz kurz rüber. Laden. Nach Akademie Dschungel und dann würde ich sagen, ist die Aufnahme auch erstmal wieder vorbei. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Aber vorher schauen wir nochmal ganz kurz, wie es jetzt aussieht. Ah, hier war das Upgrade noch gar nicht vorbei. Sims aus Arabergen pendeln hierher. Das gefällt mir gut. Omega wird produziert bis zum Umfallen. Das gefällt mir auch. Aber der Verkehr staut sich teilweise. Das gefällt mir wiederum nicht. Bauen wir einfach mal hier noch die Querstraße aus. Vorsichtshalber. Und da das hier der andere hier doch auch. Ich bin ein intelligenter Mensch. Das andere ist okay, nicht so gute Idee, war machen wir hier oben mal wieder so. Und ein verlassenes Gebäude. Haben wir hier. Niedrige Grundstückspreise. Der soll nie rumheulen. Der soll echt nie rumheulen, der Junge. Ich denke fast, wir bauen dann irgendwann mal noch eine dritte Omega-Fabrik. Aber wo wir jetzt als nächstes erstmal schauen müssen, ist, dass wir hier unser Update machen. Es steigert sich ja immerhin langsam und ansonsten sieht es ja auch ganz gut mit unserer Stadt aus. Ich meine, gut 16.000 Einwohner ist noch nicht so viel, aber wie man hier sieht, alles baut sich jetzt nach und nach auch aus. Wenn man jetzt hier schon mal durch unsere schöne Stadt guckt, wollen die alle was von mir. Das gehen wir noch mal kurz durch. Ich habe es satt, mit Leuten zu reden. Omega Q sollte ein paar Drohnen herstellen.
Manchmal wünschte ich mir, könnten die ganzen Verbrecher einfach ins All schießen. Das würde ich gern machen. Ich liebe diese neuen futuristischen Gebäude. Cool, der Bürgermeister verwandelt Akademie-Dschungel in eine Stadt der Zukunft. Können wir einfach ein paar Roboter verkaufen? Omega Co. Ja, okay. Autsch, ich bin verletzt. Ruft einen Krankenwagen. Unsere neuen Chefs sitzen in der Omega Co. Ein Hoch. Die Müllhalde aus Arabergen. Das können sie gern machen, wenn die das möchten. Apropos, erstmal machen wir hier mal weg. Und dann muss ich mal Müll, doch Müll haben wir ja. Müll haben wir ja was. $25.000 pro Stunde. Von solchen Gewinnen träumt man. Überall baut sich das so aus, also momentan läuft es echt gut. Wenn dann alle Omega Co. Franchises sind, dann bin ich zufrieden. Ich habe gehört, Omega Co. überlegt, eine Roboterabteilung einzurichten, damit die Leute Drohnen zum Einkaufen schicken können. Ich überlege mir das echt gerade. Das finde ich schön, dass er das auch weiß. Aber das werden wir dann in der nächsten Folge machen. Und ich würde sagen, bis dahin, tschüss.